Ja, hallo, Hallöchen, liebe Freunde, hier bei Sommerland, bei die nächste Runde. Immer noch zu Gast ist der DK. Hallo! Ja, Ja, der DK hat immer so leichte Aufnahmestartstörungen. das brauchen wir ein bisschen. Ich muss erst rebooten, tut mir leid. Und der Juga, der frickelt da schon wieder an seinem Turm rum. Ja, das ist viel zu tun, da kann man keine Zeit ins Land ziehen Ja, na, lassen. ich werde jetzt mal ganz Wir wollten, kurz, weil glaube ich, in die Gästezimmer, juckt ne? mich jetzt gerade so ein bisschen. Der DK und ich haben gerade angefangen, hier den Boden rauszureißen in den Gästezimmern und den zu ersetzen durch rote Wolle. Weil das Schloss ja jetzt umgestellt wird von blau-weiß auf rot-weiß. Schmeckt auch besser. Frag mich jetzt gerade, ich überlege jetzt gerade, welche Soße könnte blau-weiß sein. Ja, Was würde es. blau? Meine, die Deko hier in meinem Zimmer, die Glasdeko an den Wänden müsste ich ja eh nochmal ändern, insofern ist es da relativ egal. So, ein Zimmer fertig. Boah, bist Mal du hier nochmal die schnell. Türen einziehen. Wie rum waren die Türen angebracht? So rum? Ich hatte, glaube ich, Ja. Doppeltüren, ne? Ja. Huch. Tada! Tada! So, jetzt ist das schon mal hier wieder schön. Können wir dann wieder zurück in die Haupthalle gehen. Das Gute ist, das Ja. passt jetzt ganz wunderbar, weil die Betten in Sommer, also in der Texture-Matte, die wir benutzen, die sind grundsätzlich immer rot. Ach ja, jawohl. Ja, hier ein schönes Doppelbett rein. Zack. Ich bin gerade noch nicht so schlüssig. Ich glaube, ich mache das Dach dann wieder aus Ziegelstein. Ganz einfach, Das ist ein weil. Balkon. Ja. Weil Ziegel ist Tiegel. Ist hier. Ich halt's nicht mehr aus. Ah! Oh. Gerade schon mal dabei bin. Tief geht's hier gar nicht mal runter. Nee, es ist mehr eine Terrasse hier als ein Balkon. Ich habe auch So, schon wieder ganz viele voll. Tipps bekommen, zwecks nachher den Thron bauen. Ne? Zum Beispiel von der Ari, die ist, habe ich schon gesagt, die ist nämlich eine ganz elendige Bauanleitungs-Versteh-Klugscheißerin. Ja. Ja, weil die Bauanleitungsversteh-Klugscheiße. hat die Bauanleitung, die ich Okay. irgendwie so gar nicht so richtig gerafft habe, da kam ein sehr lustiger Thron bei raus, mal eben nachgebaut und mir ein Bild geschickt. Da habe ich gedacht, ja gut, so macht's mehr Sinn. Aber beim Thron sind wir gerade ja noch nicht so wirklich. Warte mal, ich glaube, gibt es nicht sogar Stufen? Hier gibt es nicht sogar Backsteinstufen, mit denen man dann Ja, so ein Dach vielleicht besser machen kann? Ups, da ist ein Stein runtergefallen. Ja. Ups, da sind ja noch zwei Säulen. wie kommen die denn da rein? Ach so, von innen noch. Okay. Ich dachte gerade schon, Wollen wir die Oh, Steine hier aufsammeln, ich der hier liegt? bin hier Sieht ja gerade immer voll aus. in der Ziegelstein-Action drin. Oh Gott. Ja, ich konnte ihn Sehr schön. aufsammeln. Ist jetzt meiner. Yay. Guck mal hier. Ah, nee, was sind das denn für Treppen? Das ist Das war Holz. Holz. Okay, das sah aus wie Ziegelstein. Akazienholztreppe, alles klar. Muss Was? einem ja mal einer sagen. Hier ist die Ziegeltreppe. Das Oh, gibt Stufen. mach die jetzt Nicht mit wo? bei meinem Ziegeldach. Na, ich schaue mir das hier gerade mal so an Mal und denke so? mir so, was könnte man da machen? Ich würde ja vielleicht, oder warte mal, ich würde die Stufen ja hier weiter unten setzen. Hier so. Warte mal, guck mal hier so. Ja, Wie findest du das? die Frage ist, ob die dann auch in die Ecke, in die Ecken gehen. Aber mach das mal einfach. Das, also ich will es nicht gleich komplett verteufeln. Guck mal, so. Ja, okay, das ist super. Ja, das kann man so Weißt lassen. du, was man Das ist natürlich theoretisch hier ein noch machen bisschen kann? kniffliger. Also wenn dir das gefällt, Yuga. Ja. Sag mal. Ein bisschen überstehen lassen. Dass das nicht gerade mit den Säulen abschließt. Ja, ist auch eine gute Idee. Kann man auf alle Fälle so lassen. Also, ich will das hier ganz schnell mal fertig machen, dass die Leute da nicht sagen, ey, das sieht hier wieder viel zu futuristisch aus. Das sieht hier übrigens wieder viel zu futuristisch aus. Guck mal, Ja, die so geht sieht das, wenn da unten ein Block drunter ist, dann machen die hier auch Ecke, die Stufen. Okay, mach das mal weiter. Ich mache jetzt hier kurz mal in die Höhe und du machst das untere. Step by step. Na 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 na.
Ich sehe bloß noch Ziegelsteine. Weiß, eigentlich ist Ziegelstein nicht gerade das Material, was ich gerne möchte, aber es gibt leider keine anderen Treppen, um diese Form dann zu erzeugen. Ja, andere Treppen gäbe es schon, aber... Das könnte man eventuell Oder man macht natürlich dann so einen... Was man auch machen könnte, wäre dann so einen Spitzturm, so einen spitz zulaufenden Turm, wie vor einem Elfenbeinturm zum Beispiel. Weil das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus mit dem Ziegelstein. Nee, das passt nicht. Das passt gar nicht. Abrisskommando muss wieder ran hier. Das ist wieder schade bei MC. Man kann hier leider kein Safe-Game laden und viele Dinge, ob die wirklich gut oder schlecht aussehen, das erfährt man dann erst, wenn man leider schon ein bisschen dann gehauen hat. Ja. DK, was ist denn so ein schöner schwarzer Block? Kohle. Ein Kohleblock. Gutes Dach? Für den Turm meinst du jetzt? Oder sollte man da so ein Glasdach? Weiß ich nicht. Müsste man dann so auf alle Fälle bauen. Du könntest schwarzen Ton benutzen. Theoretisch, aber dann hast du halt keine Stufen. Ich weiß, das müsste man dann sowieso bauen. Ich frage halt nur, weil ich halt noch nicht sicher bin. Daneben. Ja, das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Sache. Nee, wir bauen ein Dach aus, pass auf, hier, Kürbis hat er. So, guck mal, das sieht doch mega stylisch aus, finde ich. Sollte man unbedingt so lassen. Ja, ist ja gut. Ich bin mir da nicht so sicher, vor allem bin ich mir nicht so sicher, ob ich den Turm wirklich so groß haben, also so breit haben möchte. Mach hier mal ein Loch ins Dach zum Zwecke der erleichterten Bauarbeiten. Was ich ja jetzt zwischendurch überlegt habe, das werde ich jetzt gerade mal nebenbei testen. Oh, ich hab's. Wir stellen einfach einen Blumentopf drauf. Ja. Läuft. Ideal. Genau so. Perfekt, läuft. So, ja. So können wir das lassen. Nächstes Bauprojekt, nein. So, ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich sehe jetzt auch gerade, das geht mit Quarzblöcken ganz gut. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich überall Quarzstufen hinschmeiße, aber so geht das auch. Den ganzen Boden, da wo keine Teppiche sind, mit Quarzblöcken vollknallen. Das sieht nämlich ganz wunderhübsch gefliest aus. Finde ich geil. Und zwar mache ich jetzt gerade, nehme ich hier gerade mal Grundgestein. Guck mal, wie das aussieht. Adrock. Meine, ja, dann sieht es halt dann nur vom Weiten so aus. Ist man halt vom Nahen halt, ich weiß nicht. Es gibt halt leider keinen idealen Stein. Ja, wie gesagt, jetzt hat den schwarz gefärbten Ton, aber ist es. Was hat man. Schau mal. Was jetzt nicht wieder bei dir am Texture Pack aussieht. Okay, dann nehmen wir doch lieber den. Aber du hast halt. Gut, also mit Bedrock hast du auch keine Stufen. Das ist halt ja, also Stufen kriegst du halt, glaube ich, nur. Also da müssen wir uns. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt ein bisschen von verabschieden, von diesem ganzen Stufending. Weil. Das gibt's ja dann leider nicht mehr. Müsst ihr dann so mal selbst Blöcke entwickeln können. Geht das? Gibt es da irgendwelche Mods für? Ja, da gibt es schon. Es gibt irgendwie so Befehle. Also wenn ich mir überlege, die Porkies, die haben ja zum Beispiel da irgendwie diese komischen Blöcke, da die aussehen wie ein Kuhkopf. Ich glaube, die kann man irgendwie sich erstellen, mehr oder weniger. Aber ich bin jetzt da irgendwie auch völlig überfragt. Aussehen wie ein Kuhkopf. Achso, das können die Deko-Blöcke sein. Ja, aber halt sowas wie Custom-Stufen und sowas. Man halt modden. Das Problem ist halt, deshalb muss das dann auch unterstützen. Huch.
Ich schmeiße jetzt hier einfach mal die Blöcke hier rein. Okay. Ja, weil so als Baugrundlage schon mal zum Ausfüllen. Schwarz gefärbter Ton. Naja, hat auf jeden Fall was und sieht eigentlich ganz gut aus. So. Ich glaube, du kannst es hier fast nicht so machen, dass du erst alles außenrum aufbaust und dann innen weitermachst. Sich viel zu viel noch aus dem ergibt, was du innen dann so machst. Und dann außen sowieso noch was verändern musst. Ich finde, das gibt jetzt schon ein besseres Bild, muss ich sagen. Gucken wir erst gleich mal, was ihr da gemacht habt. Mit dem schwarzen Dach. Mui! Opa. Oh, ich hasse. So. Hey, hier ist ein Loch im Dach drin. Sehr schön. Da regnet es dann bestimmt rein nachher. Guck. Genau hier. Na, was sagst du? Ah, sehr schön. Das sieht gut aus. Ah, ich verstehe, was du hier tust. Ah ja, sehr gut. Huch! Loch im Boden. Was? Einfach mal durchgefallen. Achso, du bist durchs Dach gefallen. Ja, ich hab da mal ein Loch in die Decke gehauen, weil ansonsten muss ich hier ständig außen rum, wenn ich dann zu euch mal nach oben will oder so. Fand ich blöd. Hoppala. Ich fand das, da bin ich drauf gekommen beim Balkon bauen. Mhm. Weil ich fand, das sah total geil aus mit den Stufen. Ja. Dass so, so gefliest aussieht. Mhm. Und hab jetzt gesehen, es gibt zum Glück auch Quarzblöcke, mit denen das dann genau so aussieht. Ansonsten habe ich schon gedacht, oh Scheiße, jetzt muss ich hier gleich im ganzen Schloss überall Fliesen einziehen, also Stufen. Ja. Aber so geht's ja auch. Guck mal, das sieht krass aus, oder? Irgendwie? Ja. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr schön aus. Mach ich jetzt dann gleich hier hinten weiter? Immer wegnehmen. Hier in dem Durchgang? Ach, da. Oh ja, das aber ja. Dann auch. Ja, der hätte jetzt eh weg muss. Ich würde es auch erstmal nur in dem Gang hier machen, weil was hier hinten aus der Halle wird, weiß ich noch gar nicht. Achso. Okay. Also hier den Gang runter würde ich es aber auf jeden Fall schon mal weitermachen. Mache ich jetzt einfach mal bis hier. Und wisst ihr was? Weiß nicht, ob die Idee jetzt wirklich so gut ist. Und zwar brauche ich Netherstein dafür. Bist du ein Netherstein-Dachbaron? Nee, das sieht scheiße aus, habe ich schon probiert, okay. Aber was ich will, ist das ist nicht das Ziel. Ah, Erster! Boah, Alter, das ist krass. Der Dicke hat es im Dicke hat bestimmt voll irgendwie voll den trainierten Ringfinger. Also zumindest klicke ich kann eigentlich Ton brennen. Rechts mal mit dem Ringfinger. Nee. Gut. Ja, wie gesagt, durchs Oso spielen. Muss man halt ein bisschen. Komm schon mal 12 Klicks pro Sekunde bei rum. Ja, wenn die Dickheit, wie gesagt, bestimmt so an der Hand dann voll so den dicken Finger. Ja. Nee. Wie so ein Bodybuilder. Scheiße, hier geht's ja auch noch weiter. So einen total muskulösen Finger. Ja, der Finger hat ein Sixpack, weißt du, so. Ja. Sixpack am Finger, sehr gut. Ja, ungefähr so kann man sich das vorstellen. Das scheint realistisch. So.
Und jetzt könnt ihr gleich mal hoch zum Turm kommen, um diesen Mittelalter-Einschlag ein bisschen zurückzuholen. Das ist so, sieht so krass aus, so von oben, alles weiß, so ist übel irgendwie. Warum brennst du denn deinen, verbrennst du denn deinen Turm? Der verbrennt nicht, das ist ein immerwährendes Feuer. Okay. Weißt du, das ist cool, ich weiß nicht. Findest du nicht? Weiß nicht, bin mir da nicht schlüssig. Weiß nicht, irgendwie scheint das nicht so ganz zu passen. Okay, das ist kein Problem. Das ist ja auch sofort. Aber das Gitter da. Ich glaube irgendwie so eine, so, also wenn du wirklich da so ein was von wegen Licht haben willst, da wäre Glowstone, glaube ich, sogar ein bisschen angebracht. Ja, oder wenn du es ein bisschen mittelalterlicher anknallen willst, dann Fackeln. Fackeln sehen sogar ziemlich cool aus in unserem Texture-Päckchen, muss ich mal sagen. Guck mal. Kannst du auf hier so an die Ecken. Warte mal, ich muss mal das Wasser hier mal löschen. Ja. Und hier machen wir schön ein bisschen Glowstone hin. War halt so ein bisschen opulent. Das soll es ja sein, ne? Also, wir ja, prunken und protzen, ja, ne? Also. Genau, eben. Ich finde das immer noch so total krass, wie das aussieht hier mit dem kompletten Weiß. Den Glowstone da in der Mitte. Das ist echt cool. Das ist echt geil, ja. Der ist voll mit Mittelalter, ey. Halt Maul, Alter. Maul, das ist keine Ahnung, ey. Wobei natürlich, jetzt werden natürlich die Leute fragen, wieso ist jetzt eigentlich das Schloss aus so prunkvollen Sachen? Und dann ist da eine Holzbrücke. Das ist natürlich, weil unser König Hüger, der war natürlich auch ein ziemliches Arschloch. Der hat auch gesagt, hala, ich will jetzt hier im derbsten Luxus wohnen, aber alles außer mir, das ist eben nicht mehr so toll. Deswegen gibt es auch nur eine Steintreppe. Und so. Ne, also, wenn wir dann hier dann das Dorf reinziehen, das ist dann wieder dann sehr bäuerlicher, weil halt alle müssen so viel Kohle abdrücken an diesem das kostet ja auch reichen hier, ne? Fuzzi. Also der ganze Quarz hier. Guck mal, das ist rot. Ja, der ganze Quarz hier muss ja auch alles mal jemand bezahlen. Boah, ich komme da gar nicht drauf klar. War eine geile Idee, so weiß zu machen. Sehr gut. Nein, scheiße. Aber scheiße. Hier fehlt mir eindeutig noch was. Ja, ne, es ist alles, also das ist jetzt erstmal hier so, jetzt haben wir erstmal eine schicke Halle und die müssen wir dann hier noch. Ach, perfekt. Was ist das denn? Blumentopf. Oh, warum Blumentopf hier an die Seite? Ah, okay, I see. Deswegen hast du das hier so gemacht. Kann man sogar ein Blümchen reinmachen. Ich suche gerade den Blumentopf. So, schau mal. Sehr schick. Blumentopf mit einer rosa Tulpe. Ja, Blumentöpfe. Ja, ist doch perfekt für so ein prunkvolles Schloss, so ein Blumentopf auf dem Boden. Die Blumentöpfe brauchen wir dann aber noch Blumentopf. Ah, la, 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 der Blumentopf. Oh, ich hab ihn umgelaufen, jetzt ist überall Dreck. Ja, toll. Echt. Guck mal, wir können ja tatsächlich mal gucken, wie das aussieht, wenn wir das hier so... Ach nee, das ist ein Lurkensetzling, das ist blöd. Ich hab gedacht, müssen. Ja, die sehen halt. Müssen natürlich irgendwie auch also weiße Sachen sein, weißt du? Oder irgendwie so. Wenn man sie irgendwo draufstellt, ist okay, aber auf dem Boden sehen die halt echt mickrig aus. Wenn die irgendwie höher stapeln? Nee. Nee, du kannst. Na, geil wäre ja, wenn die sich auch so verbinden würden, weißt du, wie manche andere, so wie Zäune oder so, ja, dann hättest du hier so einen derben großen Blumentopf. Hoppala. Ja, gut, ich meine, da kann man ja ein bisschen tricksen mit Erde und Holz. Theoretisch, wenn du wirklich einen großen, prunkvollen Blumentopf haben willst. Der prunkvoll muss sowieso alles sein. Zum Beispiel. Oder hier zum Zeichen unserer Siege. Neue Schädel in der Ecke. Ja, so. Zack. Ich habe mich jetzt gerade mal darum gekümmert, dass jetzt von außen noch so ein paar kleine Feinheiten gemacht wurden. Ich gucke jetzt gerade mal, ob ich das jetzt hier hinkriege. Mir hat da auch einer ein Bild gepostet von dem, wie man den Thron so machen könnte. Gucken, ob ich das irgendwie nochmal nachgebaut kriege. Irgendwie. So? So? Nee. Das sieht wie ein Stuhl aus? Nee. Solche Späße kannst du damit zum Beispiel machen. Hier hin. Warte.
sieht irgendwie auch doof aus. Das sieht ja geil aus. Was denn? Was hast du denn da genommen? Ich das ziehe Huhn? Jetzt, also jetzt vielleicht nicht gerade hier, aber dass du siehst, wie das hier aussieht, ne? Was hast du da genommen? Sind das Truhen oder was ist das? Nee, das sind Falltüren. Ah, sehr lustig. Ach, cool. man muss nur tricksen können. Yeah. Und das ist natürlich auch in der prunkvollen Thronhalle ist hier natürlich auch drei Blumen. Guck mal, ich habe jetzt draußen noch an dem Turm noch. Ja. Fange ich gerade an, so ein paar gewaltige Fenster reinzuziehen. Sehr nice. Ja, einfach mal, dass die jetzt. Wobei, magst du das da vielleicht nicht eins breiter machen, dass das nicht so nach links versetzt aussieht? Ja, schau mal. Gute Idee. Ja. Ja, super. Besser, ne? Ja. Ja. Ah, shit, da komme ich ja immer wieder an diesem Punkt hier. Sieht komisch aus. Ja. Ich will erstmal gucken, ich bin aber erstmal neugierig, was ihr da macht. Ah, sehr cool. Böses. Also wenn da halt große Blumentöpfe, das eignet sich übrigens auch wunderbar dafür, um irgendwie in Bäume zu pflanzen und sowas. Das sieht dann richtig cool aus. DK und der Blumentopf. Ich hab voll den grünen Daumen, Mann. Wenn ich Nachtelfen esse, habe ich dann den grünen Gaumen. So. Was habe ich denn hier? Was wir dann hier so für Räume. Was sie noch so für Reime reinmachen in den Turm, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt hier dann irgendwo hier sind dann so die Gelehrten oder ja, so, der Bus machen ist auch böse. Der Buckzauberer. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mir dann demnächst hier so einen Bauplatz mal gesucht habe, so einen richtig fett krassen Magierturm hinbauen. Oh ja, das ist super. Ja, das können wir machen. Ja. Ja, der DK, der wird ja auch bald in Sommerland einziehen. Ja. Deswegen ist der DK heute schon mal auf Schnupperbesuch hier. Genau, oh, der guckt sich mal an. Ich guck mir das, ich spioniere die Konkurrenz aus, weißt du. Ich sabotiere auch eigentlich die ganze Zeit. Ich habe jetzt überall in eurem... TNT gesetzt. Überall TNT gesetzt, was ihr nicht seht. Ja. Wenn ich dann irgendwann anfange, dann drücke ich einfach auf meinen schönen Knopf und dann explodiert da alles. Ja. Ja, ich höre es ticken. Ich will ein Spiel spielen. Du erpresst dann Sommerland komplett. Ja, Gott. Genau, ich habe überall TNT gesetzt und keiner weiß wo. Unterwerft euch mir. Ja, also ich würde das tun. Ja, das denke ich mir schon. Sehr gut. Also, ich werde das machen. Ja, los, ein bisschen Unterwerfung. Da muss schon sein, wa? Unterwerfung ist immer gut. Nö, ist ja. So. Dann kommen wir auch, glaube ich, demnächst schon wieder zum Ende hier, oder, Draki? Du hast ja die Uhrzeit. Ja, wir sind tatsächlich schon wieder gut dabei in der Zeit. Ich bin mit den Fenstern noch nicht so mega glücklich, aber es geht in der Richtung, sag ich mal. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Versuch die so ein bisschen versetzt zu machen, dass es nicht so einheitlich aussieht, aber ich glaube, da muss ich noch in der nächsten Runde noch ein bisschen Feinschliff wirken lassen. Du musst dein Feingefühl ein bisschen ran. Ha, ja. Feingefühl, lustig. So, und jetzt, Draki, bleib mal bitte stehen. Wo bist du gerade? Hier, also in meinem Gästezimmer, okay. Hier. Ja, komm mit, ich muss dir ganz dringend mal was zeigen. Kommst du doch eh nicht raus, also außer über den Balkon. Nee, komm mal her, so, bleib mal stehen da. Mal her, dahin so, hier. Hier so, darin. Du läufst immer wieder weg, du sollst jetzt hier hin, da. Hier. In diesem Block hier, genau. So, weil das gehört nämlich auch mit, das habe ich Draki noch nicht erzählt, es gibt noch, gib mal ein Schrittchen nach links bitte, von rechts von dir aus gesehen, es gibt nämlich noch die geheime Geschichte von Sommerland,
weil die Prinzessin Draculea ist nämlich eingeschlossen in einem Gefängnis. In einem Glaskasten. Und nur wenn der holde Prinz kommt und die sieben Schlösser knackt, dann erst wird sie aus ihrem Gefängnis befreit und bla. Ja, ganz großes Kino. Ja, also Draki ist jetzt gefangen im Kristallpalast. Sehr gut. Läuft. Ja, ich würde sagen, DK, wir beide gehen jetzt mal ins Bett. Ja, könnte mich Bett. Jetzt mit dem mal jemand retten hier? Muss ich das selber übernehmen? Ich muss auch noch selber machen. Das sieht aber wirklich gut aus, dein Glasgefäß. Ja, danke. Bin mal gespannt, wie das nachher in deiner Folge aussieht. Nee, du musst aber laut der Legende 1000 Jahre darin verweilen. Danke. Mindestens. Und schlafen natürlich. Und aufs Klo gehen. Zwischendurch mal. Das ist da eine Riesensauerei, wenn dann der holde Retter kommt, der macht da auf, denkt sich, nee, und macht wieder ja, zu. Ja, echt mal, wenn du mal so überlegst, in diesen also, wir müssen mal die Tür reinbauen hier. 100 Jahre schlafen. Das muss total ekelerregend sein, wenn ich mir so drüber nachdenke. Ja. Das ist doch wie dieser Keuschheitsgürtel, ne? Denkst du ja auch. Alter, wenn der König das Ding aufmacht, brummt es dem erstmal entgegen, so eine Riesenwulst. Voll zugekleistert. Nee, Alter. Ich würde sagen, wir nutzen den Augenblick. Ich teleportiere mich weg. Ey, ich habe aber eine gute Idee. Das könnten wir wirklich in den Turm so als Teleporter einbauen oder so als Teleportkammer. Irgendwas Cooles, was sie da mit ihrer Magie erforscht haben. Also so ganz unsinnig ist dieser Raum nicht. Es könnte so eine wunderbare Kammer sein, wie man sie aus irgendwelchen Fantasy-Dingern kennt. So die Kammer, wo er dann die göttliche Macht, genau. Wir können ja das Skelett darin einsperren. Geht's da rein? Nee, es geht nicht da rein. Mhm. Schade. Naja, egal. Ich würde sagen, wir machen dann wieder Feierabend und freuen uns auf die nächste Ausgabe. Klingt gut. Boah.